Oh, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BGM. Heute die Long Island Phantoms gegen den amtierenden Stanley Cup-Sieger, gegen die Chicago Blackhawks. Kleiner Witz gegen die Pittsburgh Penguins. Servus Nick, guten Abend, herzlich willkommen im Stream. Um 22.28 Uhr zu BGM und heute gegen Evgeny Malkin, heute gegen Sidney Crosby. Das wird eine ganz schöne, krasse Sache. Also ich gucke, dass wir natürlich hier die Punkte holen. Ich gucke drauf. Und ich hoffe natürlich, dass es am Ende für die Long Island Phantoms gut läuft. Da ist Maata, Grubauer. Komm schon, jetzt die Scheibe dahin. Alter, und dann stochert er wieder so eine Bullshit-Scheiße. Phil Kessel, der ja von Toronto kam. Phil Kessel, oh. Richtig gute Chance. Boah, schön abgelaufen. Gute Verteidigerarbeit. Sehr schön auf Justin Williams. Oh, Justin Williams! Lecco Mio in den Slot zum 1:0 und Ellips hat sich den Konflikt angeschlossen. Guten Tag, herzlich willkommen und viel Spaß im Stream. Danke für dein Follow. Bei mir ist es noch 27, Hashtag Zeitverschiebung, genau so ist es. Sehr, 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 sehr geiler Treffer. NHL kenne ich mich nicht so aus, also mein Rivale weiß ich jetzt gar nicht, weil wir das 32. Team sind. Wir hatten die Wednesday Night Rivalry gegen die Florida Panthers hatten wir die Rivalry. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Rivalitätenmannschaft, aber wüsste ich jetzt auch nicht aufgrund der eigenen Gedönse da. Und, oh, da hätten wir beinahe noch einen nachlegen können. Der war richtig geil. Wir sind gehypt. Und ich glaube, heute Abend ist mal wieder so ein Stream, wo es läuft mit den Long Island Phantoms. Sollten wir ausnutzen, solange es geht. Die Jungdeutschen sind übrigens alle in der AHL, so ist es. Haben sich nur wenige durchgesetzt. Im Prinzip eigentlich nur die, von denen man es dachte. Tom Kühnacke, Leon Dreiseitel. Very nice goal, das war ein richtig geiles Ding von hier Justin Williams. Evgeny Malkin auf Ruhwedel. Da ist Siparchiov. Gott, was hat der für einen Namen? Shiri, Malkin, Shiri. Und da ist Montoya heute im Tor. Also gibt es das auch so krass wie Scorpions, Indians? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Los Angeles und die Anaheim Ducks. Dadurch, dass Anaheim ja ein Vorort ist von Los Angeles, ist da die Rivalität sehr, sehr hoch. Nimm ihn mit! Witzel, Kunitz und wieder Montoya, Alter. Das Hiki, den wollten wir ja, oder den wollten die anderen haben. Aber nichts gibt's. Sehr schön auf Helm, sehr schön auf Helm. Der lässt die stehen. Jetzt rüber und dann ist Bileski da. Und dann fehlen wieder Zentimeter. Zum 2:0 für unsere Long Island Phantoms. Sehr schöner Check, sehr schön durchgesetzt. Komm jetzt drauf auf Moody. Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir haben mal eine Druckphase gerade. Gegen die Pittsburgh Penguins. McGinn, da kommt er nicht klar. Erst so gedreht, dann so gedreht. Irgendwann kann ich die Scheibe da auch nicht mehr kontrollieren. Kühnackel, da war er. Der deutsche Stanley Cup-Sieger im letzten Jahr mit den Pittsburgh Penguins. Savia, jawohl, sehr schön auf McGinn. Verfolgst du privat die DEL, die zweite DEL wegen dem ERC Freiburg und die National Hockey League? Komm schon, die lassen wir stehen jetzt. Schnell unterwegs. Und jetzt machen wir freies 2:0. Jawohl, Mann. So muss das sein. Ich habe jetzt gerade mit meiner selbst gegründeten Franchise NHL 17 angefangen bei BGM. Sehr, sehr geil, Munzi. Was hast du gemacht? Welche Stadt? Könntest du mal ein Spiel von der Seitenlinie machen? Das kann ich nicht, Condor. NHL, LA, DEL, KV, DEL 2. Sehr geil, Marian. Servus, Mr. Decke. Guten Abend, herzlich willkommen. 4 Sekunden vor Ablauf des ersten Durchgangs gibt es hier nochmal ein schönes Tor zum 2:0. Und was man auch sagen muss, wenn ich weiß, ich bereue es, wenn ich es jetzt sage, aber wir haben bislang kein Gegentor gekriegt heute Abend bei BGM.
4 Schüsse, 2 Tore. Das ist normalerweise immer nur der CPU vorenthalten. In Nürnberg. Haha, cool, Munzi. Coole Sache, das. Wir kämpfen heute. Wir kämpfen wirklich. Und wir haben die Chicago Blackhawks geschlagen. Und ja, führen 2:0 gegen die Pittsburgh Penguins. Zuvor haben wir die Nashville Predators geschlagen, den Vizemeister. Also ich denke, wir können bislang sehr, sehr zufrieden sein. Und das Montoya, der heute auch einen Riesenjob macht. Wie lange machst du noch? Circa eine Stunde, so ist es. Ungefähr noch eine Stunde. So auf 3 bis 4 Stunden wollte ich heute Abend kommen. Also da geht auf jeden Fall noch was. So, das Wartanen. Bier Pro werde ich... Alter, nicht gegen Malkin. Nicht so eine Scheiße. Nicht so eine Scheiße, Mann! Ach, das ist so kacke. Da dreht er sich so rum, obwohl er so rum muss. Und dann ist ruckzuck die Scheibe weg. Und das ist das, was nervt. Dieses Unglaubliche. Hier, warum dreht er sich so rum? Das ist ein gefundenes Fressen für Karl Hagelin. Das ist tatsächlich so, Munzi. Ja, das ist wirklich so. Die Drehungen, die CPU des Gegners, die macht es immer perfekt. Egal von wo ich komme, sie drehen sich perfekt weg und schirmen die Scheibe ab. Bei uns ist es immer falsch. Komm schon, jetzt letest du! Alter. Da jetzt gleich wieder ein 2-Tore-Abstand. Und ich hab's noch gesagt, ich werde es bereuen, wenn ich sage, wir haben heute noch keinen Gegentreffer gekriegt. Zack, ist er da. Zack, ist er da. War mir klar. Aber egal, weiter geht's. Komm, Parento. Ja, so ist es, Marian. Immer. Das ist auch bei BL Pro Goalie so. Wenn ich sage, oh, wir könnten ja einen Shutout machen und so. Oh, fuck off, Karlsson. Jawohl, Mann. Yes, Mann. Der war richtig geil. Das ist ein richtig geiles Bombending gewesen. Jetzt läuft's. Melker Karlsson. Fuck off, was für ein Ding. Schön über die Abwehr quer gepasst. Und dann zum 3-1 eingetütet. Huhu! Die eigene KI ist tatsächlich noch schlechter geworden, hat man so das Gefühl. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gegner-KI so übel krass geworden ist. Und man hat es ja seitens EA angekündigt, dass man eine lernende Gegner-CPU gemacht hat. Und das ist aber das Ultra-Krasse dran. Diese lernende Gegner-CPU, die zieht dir den Zahn. Die kostet dich mega Schweiß, die kostet dich mega Blut. Und die kostet dich auch manchmal alle Nerven. Das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle, aber ich spiele weiter, weil wenn ich auf Pro spiele, dann wäre es zu einfach und da würden wir... Alter, warum nimmt er die Scheibe nicht? Wenn ich auf Pro spielen würde, wäre es zu einfach und er würde wirklich jedes Spiel fast gewinnen. Das wollte ich auch nicht. Und so ist es ein Kampf. So ist es wirklich ein Kampf, den ich manchmal zwar kurz davor bin, abzugehen, weil ich sage, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Aber es macht Laune. Es macht Laune, jedes Mal wieder im Stream dann mit NHL BGM zu spielen und zu fighten. Zu fighten um die Siege. Dann weißt du auch, was du geleistet hast. Und das kommt mega nice. Oh, Helm dreht sich natürlich dann weg. Grabowski, Glück gehabt. Kommt schon Nachschuss. Savia, schade. Oh, Fehler von Pittsburgh. Alter, den hätten wir fast nutzen können. Schade, Murray. Konami brauche ich gar nicht, das Reden, da läuft gar nicht zusammen, deine Spieler machen gar nicht, was du willst. Bloody die 1, die anderen 2 und am Ende spielt, nimmt er die 3P. So ist es. Was ist Merch? Merch. Können wir uns in eine kleine Winning Streak reinspielen. Hornqvist. Crosby scheitert. Alter. Richtig knapp. Xavier. Merchandise Freud, warum?
Freut mich schon mega auf World War 2 mit Bloody. Da freue ich mich auch drauf, Mr. Decke. Da freue ich mich mega drauf. 12-7 Schüsse für Pittsburgh. Und wir haben mit 7 Schüssen 3 Tore. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich wahnsinnig, ey. Also heute läuft es beim Torhüter nicht. Zumindest nicht bei dem der Pittsburgh Penguins. Jawohl, Mann! Yes, baby! 4-1 für die Long Island Phantoms. Ich drehe am Rad, Freunde. Ich drehe am Rad. Bloody ist am Ausrasten, unser Maskottchen. Krasser Scheiß. Schön durch, schön rübergespielt, so wie es sein muss. Bam! Richtig geile Kiste hier, du. Leck mir am Arsch. Wuhu! Sehr nice. So kann es weitergehen, Freunde. Der Knoten ist geplatzt gegen die Pittsburgh Penguins. Und das hätte ich echt nicht erwartet. Nächstes Spiel gegen die Dallas Stars wird aber auch wieder mega schwer. Also da müssen wir auch wirklich wieder Gas geben, wie eigentlich in jedem Spiel. Es wird von uns wirklich jede Menge abverlangt. Vorsicht. Test du. 4-1 Pittsburgh, das ist schon wahnsinnig. Es läuft aber gerade mega nice. Und das Problem ist bei Pittsburgh eigentlich, dass Murray heute nichts hält. Wie kann man eigentlich spenden? Das geht, wenn du im Stream ein bisschen runter scrollst. Da gibt es dann so einen Button, wo da steht Spenden. Und dann kannst du da drauf drücken und dann kannst du alles weitere vornehmen, wenn du möchtest. Berglund. Parenteau, schade, ein bisschen verkneigt. Scheibe war nicht raus. Scheibe war eigentlich nicht raus. Boah, da geht er durch, aber sehr schön. Komm jetzt, komm Carlson. Und Frischi ist wieder da. Servus. Sehr schöne Drehung. Alter, wir haben... Geh ran. Wir haben da wirklich gerade einen geilen Momentum. Markin wird gecheckt. Ruhwedel. Hälfte des dritten Drittels ist vorbei. Das sieht gut aus. Pittsburgh gerade relativ aufgeschmissen. Wir haben wieder viel Platz auf der rechten Seite. Viel Platz auf der rechten, schade. Frischbacks hat sich die Gefühle angeschlossen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Viel Spaß im Stream. Danke für dein Follow. Freut mich mega. Frischbacks an der Stelle. Achtung, Günzel, da ist die Chance, Ruhwedel. Wann kommt der Schuss? Das ist immer abzusehen. Oh! Günzel, vorsichtig. Ja, Günzel. Und jetzt kommt Druckphase Pittsburgh. Achtung, ich komme nicht mehr raus. Alter, was die hier machen. Leski, komm drauf! Bring die Scheibe weg, Schipachjov. Alter, jetzt geht Pittsburgh gerade richtig ab. Nach Schuss! Chris, wo ist dich? Ja, und dann bleibt man an dem scheiß Fuß hängen und er hat die Scheibe. Jetzt ist es drin. Boah! Junge! Komm schon, komm schon! Kühnhacke, Tom Kühnhacke, nochmal die Vorlage. Also, komm raus jetzt. Am 21. auf dem 22. Oktober MVP findet der statt. Boah, Letting. Also Pittsburgh hat am Ende wirklich nochmal zugenommen. Mit Druck in Richtung Long Island Phantoms. Sie scheitern allerdings immer wieder an Montoya, der heute Klasse gehalten hat. Wir haben zwei gute Torhüter bei den Long Island Phantoms und das ist der Sieg. Sehr, sehr geil. Gibt es in deinem Shop Versandkosten? Wie lange dauert die Lieferung? Im Shop sind Versandkosten, ja.
aber die Lieferung, die ist relativ schnell. Das Gute ist, wenn du was bestellst im Shop, das wird alles frisch hergestellt. Und dementsprechend würde ich sagen, zwischen 3 und 5 Tage, je nach Artikel, das sieht man da. Bin dabei, Freshbacks. Hab's gelesen, Freshbacks, dein Kommentar auf YouTube. Sehr, 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 sehr geil. Alter. Oh, Kondor, ich hab's vorhin gerade überlesen, sorry. Ist in der App immer schwierig. Gute Dark. So, wir haben echt am Ende 16 zu 10 und 4-1 gewonnen. Das ist ja wahnsinnig. Travis Scott, was ist deine Meinung zu ihm? Ah, Travis Scott, weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher, Travis Scott. Müssen wir schauen, wie er sich macht. Jetzt gegen die Dallas Stars. Jüngste individuelle Leistungen. Wir gehen nach unten. Das für ein Quatsch. So, wir haben die Chicago Blackhawks auf der 1, dahinter die Winnipeg Jets mit einem Spiel mehr. Wir sind auf der 3, 2 Punkte vor den Nashville Predators, dahinter die Dallas Stars, Colorado, Minnesota und St. Louis Blues. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.